Ja, hallo und willkommen zu einem neuen Video. Es ist wieder ein Systemvorstellungsvideo, wieder ein Amiga-Video und diesmal soll es gehen um den Amiga 1000. Ich hatte ja in dem allgemeinen Amiga bzw. in dem Amiga 500 Video, was ich schon gemacht habe, gesagt, dass ich keinen Amiga 1000 habe, weil ein Arbeitskollege mir mal gesagt hat, er hätte einen im Keller und den könnte ich haben, wenn er ihn findet und er ihn nicht findet. Er hat ihn gefunden und hier ist er jetzt, restauriert und geputzt und gemacht und getan. Und weil der Amiga ein signifikantes Gerät ist, würde ich sagen, ist es das auch wert, dass man den Tausender nochmal bespricht, auch wenn ich das Wesentliche, was den Amiga an sich als Plattform angeht, schon beim 500er gesagt habe. Deswegen werde ich das hier auch nicht alles wiederholen, sondern werde hier konkreter auf den Tausender eingehen. Nichtsdestotrotz gehe ich kurz darauf ein, was der Amiga ist. Der Amiga wurde von der Firma Amiga entwickelt. Erst hieß sie HalTeRa, dann hieß sie Amiga. Die wurde allerdings 1984 nach einigem Hin und Her mit Atari und so weiter und so fort, das kann man sich alles in dem ersten Amiga-Video anhören, von Commodore gekauft. Und der erste Amiga kam dann als Amiga, beziehungsweise schon als Amiga 1000 auf den Markt. Das ist was, was oft falsch kolportiert wird. Das habe ich selber auch erst lernen müssen. Ich glaube, in dem anderen Video habe ich das noch ein bisschen anders gesagt, aber ist nicht richtig. Also das Ding hieß immer schon Amiga 1000. Beweis ist hier zum Beispiel, dass die Software, die damals mit dazu kam, und die ist von damals, als es nur dieses Gerät gab, das war das erste Grafikprogramm hier, zeige ich gleich noch mal ein bisschen was zu, und da steht schon Amiga 1000 drauf. Ja, also der hieß immer schon so, man hat ihn nur nicht so genannt. Das nur der Vollständigkeit halber. Er kam 1985 auf den Markt, in einer großen Gala im Lincoln Center in New York vorgestellt mit Andy Warhol und Debbie Harry, wo Andy Warhol Debbie Harry digitalisiert und dann verfremdet hat mit dieser Software hier. Es gab auch in Deutschland eine Präsentation in Frankfurt in der Alten Oper mit immerhin Frank Elstner. Ja, zu Andy Warhol hat es nicht gereicht, aber Frank Elstner war dabei. Wer auf Frank Elstner steht, für den war es eine gute Sache. Preis zum Launch war 6.700 D-Mark inklusive Monitor. Und er wurde 1987 dann mehr oder weniger abgelöst vom Amiga 500 bzw. dem Amiga 2000. Darauf gehe ich dann in dem anderen Video ein. Es gab den Tausender auch noch weiterhin, aber eigentlich so richtig sinnvoll war der nicht mehr, nachdem der 500er und der 2000er draußen waren, weil er halt keine Vorteile eigentlich hatte, bis auf sein schniekes Aussehen und eigentlich sonst nur Nachteile. Ansonsten zum Gerät an sich. Die Hardware ist im Prinzip, ich sag mal, die Platine ist natürlich eine völlig andere, die Chips sind teilweise anders organisiert und alles, aber im Prinzip von den Leistungsdaten her ist es wie ein Amiga 500. Es gab ganz am Anfang Amigas, die hatten einen Grafikmodus weniger, aber das sind wirklich so die allerersten Geräte. Und hier ist das kein Thema, der hat die gleichen Grafikmodi wie der Amiga 500 mit dem OCS-Chipsatz auch, beziehungsweise wie der Amiga 2000. Er hat auch einen Motorola 68000-Prozessor drin, auch getaktet mit 7,09 MHz, 4096 Farben, 4-Kanal-Stereo-Sound und so weiter. Das heißt, die Ausstattung an sich, hardwaretechnisch, ist von den Leistungsdaten her zumindest identisch. Wo er nicht ganz so auftrumpfen kann, ist seine Speicherausstattung. Er hat standardmäßig 256 Kilobyte RAM. Das ist für den Amiga ein bisschen dürftig. Deswegen gibt es hier vorne explizit, wenn ich es mal aufkriege, so eine Klappe und da kann man eine 256 Kilobyte RAM-Erweiterung reinstecken. Die erweitert dann das Chip-RAM auf 512 Kilobyte. Diese Unterschiede Fast-RAM, Chip-RAM habe ich auch in dem anderen Video mal angesprochen. Gehe ich jetzt auch nicht im Detail drauf ein. Das war eigentlich im Prinzip zwingend. Dieser Erweiterungsslot ist meines Wissens nach auch nur dafür da. Ich wüsste nicht, dass der noch für irgendwas anderes benutzt worden wäre. Wenn das jemand weiß, dann soll er mir das bitte in die Kommentare schreiben. Meines Wissens nach ist der nur für diese 256 Kilobyte RAM-Erweiterung. Diese Klappe geht gerne verloren, kann man aber sich 3D nachdrucken. Das hier ist die Originalklappe. Das Kickstart, also sprich, ich sag mal, das Basisbetriebssystem, was jetzt nicht die grafische Oberfläche ist, sondern einfach das. Ja, zur Verwaltung der Hardware, das Betriebssystem ohne grafische Oberfläche, was einfach die Routinen zur Verfügung stellt. Das ist hier noch nicht im ROM. Was hier als ROM drin ist, ist so eine Art Boot-ROM. Das macht nicht viel, das fordert einen nur auf, die Kickstart-Diskette einzulegen und ansonsten ist da nicht viel los. Dann legt man eine Kickstart-Diskette ein und dann bootet der Amiga erst von der Kickstart-Diskette und wenn er damit fertig ist, dann bootet er von der Workbench. Das Kickstart selber hat 256 Kilobyte und wenn man jetzt denkt, der Rechner hat 256 Kilobyte, das Kickstart hat 256 Kilobyte, dann ist der ja voll. Ja, dann stimmt das im Prinzip aber nicht wirklich, weil der hat die 256 Kilobyte Arbeitsspeicher, das ist richtig, aber er hat auch zusätzlich 256 Kilobyte, wenn man so will, Kickstart-RAM.
Das heißt, die sind extra, die saßen früher sogar bei den ersten, beziehungsweise bei den NTSC Amigas, taten sie das, glaube ich, immer. Also bei den in den USA verkauften Amigas, saßen die auf so einer extra Aufsteckplatine, diese 256 Kilobyte Kickstart-RAM. Hier sind die on board, also hier gibt es diese Aufsteckplatine nicht mehr. Und da wird das Kickstart reingeladen und steht von da an dann zur Verfügung und überlebt dann auch ein Reset. Also das bootet man im Prinzip am Beginn der Arbeit oder der Spielsession einmal, und solange man den Amiga nicht ausmacht oder es nicht was ganz Fatales passiert, bleibt das da drin und funktioniert. Ja, er hat ein schickes, schlankes Design, finde ich. Also, das sieht gut aus. Das ist nett. Auch die Tastatur ist knuffig. Er hat die Unterschriften der Entwickler hier im Deckel. Ich mache ihn jetzt nicht auf, aber ich zeige da ein Bild, was ich gemacht habe, als ich ihn gesäubert habe. Da sieht man das. Also, da sind alle, die irgendwie bei der Firma Amiga und ja, wahrscheinlich auch bei Commodore ein Stück weit daran beteiligt waren, haben sich da drin verewigt in diesem Deckel. Ganz witzig. Er hat diesen Amiga-Haken hier noch als Logo und nicht irgendwie Commodore. Commodore steht hier aber auch nur bei den in Europa verkauften Amiga 1000s. Also zumindest bei denen in Deutschland verkaufen. Ich weiß nicht genau, wie es bei den anderen ist, aber bei den USA Amigas zumindest steht das hier nicht. Ja, er hat wie gesagt diese abgesetzte Tastatur, die ist hier angeschlossen mit ja, einfach einem Kabel, was identisch ist zu dem Telefonhörerkabel. Deswegen ist das hier auch ein neues Kabel. Ich habe das Originalkabel, aber das ist ein bisschen ausgeleiert und da ist auch dieser Clip abgebrochen. Das könnte man mal ein bisschen instand setzen. Hier hinten liegt es rum, hier rechts kommt es rein. Das ist ein bisschen, ja, kann man schon noch nehmen, aber hier ist der Clip noch dran. Hier ist der Clip ab. Müsste man mal ersetzen hier, aber habe ich bisher nicht gemacht. Habe ich hier das Ding gekauft für 3 Euro. Kann man auch für 30 Euro kaufen bei eBay. Ist dann aber dasselbe Kabel. Heißt dann eben nur Amiga 1000 Tastaturkabel. Ja, farblich passt es nicht ganz, aber das ist mir an der Stelle nicht so wichtig. Ja, dann gehen wir mal um das Gerät drumherum. Das ist bei diesen Desktop-Dingern immer ein bisschen schwierig. Ach so, kurz zur Tastatur noch, was man zeigen muss als Feature, ganz klar. Das ist, ja, hat hier unten so Füßchen. Und man kann die dann hier, wenn man sie nicht braucht, da drunter schieben. Ja. Ist ein Ding, offensichtlich. Hat man wohl so gemacht. Man muss es aber eigentlich ausklappen. Also ich kann so nicht tippen, das ist so. Irgendwie fühlt sich das falsch an. So ist besser. Ja, gut, dann gehen wir mal drum rum. Also ich habe ja schon gezeigt, hier ist die Speichererweiterung drin, hier ist die Powerleuchte und hier haben wir die Laufwerksleuchte und hier ist das normale Amiga-Diskettenlaufwerk. Da ist nichts Besonderes dran. Dann versuche ich das gute Stück mal ein bisschen zu drehen. Haben wir die Tastatur mal irgendwie oben drauf. So, gucken wir mal, ob wir hier was sehen können. Ja, hier haben wir die beiden Joystick- bzw. Mausports. Hier kommt die Maus rein, hier kommt der Joystick rein. Die normale Amiga 1000 Maus, die ausgeliefert wurde, ist nicht so. Also, sie kragt hier nicht so aus, sondern die ist so abgewinkelt und das Kabel geht nach unten. So eine habe ich aber nicht. Die werden auch relativ teuer gehandelt. Ich weiß nicht genau, warum das so ist. Vielleicht hat das irgendwas mit der Zusatzhardware zu tun, aber in dem Moment, wo ich hier einen Joystick reinstecke, ist es sowieso witzlos, weil die sind immer so, die sind nie abgewinkelt. Also, ja, keine Ahnung, was das genau sollte. Hier ist eine Erweiterungsklappe. Das ist der gleiche Port, wie man ihn bei dem Amiga 500 hat. Auf der linken Seite ist er hier auf der rechten Seite. Man kann teilweise die Hardware vom Amiga 500 da reinstecken. Man muss nur darauf achten, dass sie dann quasi andersrum ist. Manches funktioniert auch nicht. Aber ja, im Prinzip ist das der gleiche Port oder zumindest ist er sehr ähnlich. Nur eben halt verkehrt rum. Ja, machen wir erstmal hier. Auf der linken Seite haben wir den Power-Schalter und sonst nichts. Hier haben wir die Tastatur. Das ist halt wie gesagt so ein normaler Telefonhörerstecker. Das ist nichts Aufregendes. Das ist ganz praktisch, braucht man nicht irgendwo ein extra Kabel. Dann haben wir hier Parallelport und seriell. Die beiden hier, sage ich gleich noch was zu denen. Hier ist der übliche Amiga Disk Drive Port, da kann man zusätzliches Laufwerk anschließen. Hier haben wir rechte Tonausgabe, linke Tonausgabe. Hier haben wir den üblichen Amiga RGB Port, also das, was man dann üblicherweise an den am Commodore Monitor oder an per SCART an den Fernseher angeschlossen hat. Hier haben wir eine extra Videobuchse. Die gibt es bei anderen Amigas tatsächlich nicht. Die gibt es nur beim 1000er.
Die ist so ähnlich wie der Videoanschluss vom C64. Also ist nicht die gleiche Belegung, aber ist ähnlich. Hat man auch Farbcomposite und sowas kommt da raus. Also ja, ganz witzig. Warum man das benutzen sollte im Vergleich zu dem hier, weiß ich nicht genau, aber ist halt ein Ding. Und hier hat man nochmal eine Videoausgabe. Das ist rein Composite, aber im Gegensatz zum Amiga 500 ist das in Farbe. Und hier hat man ein Lüftungsgitter. Hier hinter sitzt das Netzteil. Und da drin ist eben ein Lüfter. Ja, das ist, was man dazu hat. Ach so, ich wollte noch was zu den Ports sagen. Vielleicht, wenn man Adleraugen hat, hat man es schon erkannt, die sind sozusagen verkehrt rum. Also, ja, das ist ein weiblicher Port und das ist also der serielle und das ist ein männlicher Port, das ist der Parallele. Und bei den anderen Amigas und auch bei den PCs ist das andersrum. Da ist der serielle männlich und der Parallele weiblich. Die sind auch nicht exakt gleich beschaltet, wie das zum Beispiel bei PCs oder auch bei späteren Amigas ist. Es gibt die Situation, dass man hier Adapter braucht, wenn man da was anschließen will. Ansonsten läuft man Gefahr, dass man irgendwas beschädigt. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Einfach nur jetzt stumpf quasi das Ändern hier von männlich auf weiblich oder andersrum und anschließen ist unter Umständen keine so gute Idee. Kommt eben drauf an. Ja, dann drehen wir ihn mal wieder hin. Ja, dann sage ich nochmal, was ich an diesem Gerät gemacht habe. Technisch hat er an sich funktioniert. Am meisten gelitten durch Lagerung und Wasserschaden hatte die Tastatur. Die Tastatur ist mit so einem Metallblech bedeckt quasi und das scheint, nach dem, was ich so gesehen habe, relativ rostempfänglich zu sein, ohnehin schon. Und hier war es sehr verrostet, weil der Kollege, von dem dieser Rechner ist, der hatte mal einen Wasserschaden im Keller und da ist die Tastatur wohl ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Und entsprechend sah die aus. Ich zeige da ein Bild. Jetzt war die Frage, wie restauriert man die? Wie kriegt man diesen Rost da weg? Naja, ich meine, im Idealfall hätte man jetzt alle Tasten abgemacht. Klar, also die Kappen sowieso und dann die Tasten. Aber das Problem ist, die Tasten sitzen eingelötet da drin. Das heißt, die kriegt man nicht ab, ohne dass man sie alle auslötet. Wenn man das gemacht hätte, dann hätte man diese Metallschicht wunderbar alles abschleifen können und den Rost wegmachen können. Das wollte ich nicht, weil man dabei immer Gefahr läuft, das sind ja einfach nur so Plastiktasten. Also die haben natürlich innen drin so Metallteile, aber an sich sind die Tasten aus Plastik und wenn man die eben heiß macht mit dem Lötkolben, läuft man immer Gefahr, dass man da irgendwas verschmorgelt oder sowas, und dass die Taste dann nicht mehr richtig funktioniert, weil man irgendwas ein bisschen zu lange erhitzt hat und das Risiko war mir zu groß einfach. Und dann habe ich gedacht, okay, nehme ich einen Dremel und Dremel mit so diversen Dremelwerkzeugen den Rost quasi weg zwischen den Tasten. Das hat so leidlich funktioniert. Also ich zeige ein Bild vom Ergebnis da oben. Ist eigentlich okay. Und dann habe ich mir so eine, ja, so eine Anti-Rost-Rostschutzfarbe, keine Ahnung, was man wahrscheinlich normalerweise auf Ozeandampfer streicht oder sowas. Das habe ich mir besorgt in Schwarz und habe das alles damit eingestrichen. Zeige ich auch, wie das dann aussieht. Und ich hoffe, das funktioniert. Ich bin da ganz zuversichtlich. Also ich glaube nicht, dass das noch groß weiter rostet. Es ist ja keine Feuchtigkeit mehr da und es ist jetzt alles abgedeckt, im Wesentlichen jedenfalls, außer an den Stellen unter den Tasten, wo man vielleicht nicht so dran kommt. Aber ich sehe da jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so die große Bedrohung drin. Also ja, das habe ich gemacht. Die Tasten selber haben teilweise nicht funktioniert. Also es waren einige, die nicht gingen. Es waren einige, die halt nicht wieder zurückkamen. Diese hier zum Beispiel, diese hier, die Return-Taste kam nicht wieder hoch. Shift kam nicht wieder hoch. Also die blieben alle unten. Das habe ich gelöst primär durch Säubern. Also Alkohol in die Taste gekippt, Kontaktreiniger in die Taste gekippt, immer wieder betätigt, 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 so lange, bis die Taste sich überlegt hat, ah, ich gehe doch. Und das galt sowohl für die Festhängenden als auch für die, die nicht funktionierten. Einfach ab Kontaktreiniger wieder rein ein bisschen und irgendwann ging es dann und seitdem geht's. Bei der Return-Taste muss ich ein bisschen umdisponieren. Die hat hier, weiß nicht, ob man das sieht, man vielleicht auf dem Bild auch, also die hat hier ein so ein ja, Schalterchen und hier sitzt so eine Art Dummy-Schalter drunter und der macht aber irgendwie nichts. Also der hat keine Wirkung, der schaltet nicht und er drückt aber auch nicht hoch. Und ich habe es einfach nicht geschafft, diese Taste so hinzukriegen, dass wenn ich die runterdrücke und dieser Dummy-Schalter quasi hier sozusagen eingeklippt ist, dass sie dann wieder hochkommt. Das war einfach nicht möglich. Ich weiß nicht, ob da noch vielleicht irgendwas fehlte. Ich habe diesen Dummy-Schalter sogar rausgenommen. Das ist einfach nur so eine Hülle, so ein Plastik. Ding ohne was drin, es war halt ohne was drin. Wenn da jetzt eine Feder drin gewesen wäre, hätte es vielleicht funktioniert. Ich habe den dann geköpft, sozusagen. Das ist jetzt nur noch wie so eine Art Schüssel und habe da eine Feder reingepackt und jetzt kommt die Taste auch wieder hoch.
Das funktioniert auch, man kann hier drücken, wo man will. Das ist alles okay. Das ist das, was ich damit gemacht habe. Also Tastatur war am arbeitsintensivsten. Netzteil habe ich tatsächlich die Kondensatoren getauscht. Ich mache das üblicherweise nicht, dass ich blind alle Elkos tausche, weil nach meiner Erfahrung sind die meistens kein Problem. Im Netzteil habe ich es gemacht, weil einer davon ausgelaufen ist tatsächlich, so ein bisschen, also auch nicht viel. Der war auch von den Werten noch okay, aber man roch halt dieses Fischige. Also der war nicht mehr astrein. Also habe ich die alle getauscht. Und wo ich schon mal da drin war, habe ich auch gleich den 5-Volt-Linearregler getauscht, der da noch drin ist. Genau, das habe ich am Netzteil gemacht. Das Laufwerk habe ich gereinigt und geschmiert, wie üblich halt. Das war alles relativ staubig. Rost war kein großer, war nicht viel drin, aber staubig war es halt sehr. Der Amiga 1000 ist nicht super gut erweiterbar. Also man hat hier diese Erweiterung an der rechten Seite und man hat hier diese Speichererweiterung, die in den Slot kommt. Das war's. Man hat intern keine Steckplätze und man hat auch nicht sowas wie der Amiga 500 noch mit dieser Trapdoor-Slot oder sowas hat. Das ist im Prinzip das Pendant zu dem hier, aber hier ist man halt eingeschränkt an dem, was man da machen kann. Und wenn man den Amiga jetzt auf noch mehr Speicher erweitern will, dann geht das eigentlich nur unter der CPU. Und da steckt auch eine Erweiterung drin, nämlich diese hier. Das ist eine Rossmöller, jetzt muss ich den Namen, ich blende den ein da oben. Hat eine Weile gedauert, das rauszufinden, also ohne Ausbau ging es gar nicht. Von hier oben habe ich nichts gesehen, hier unten steht dann war irgendwo, da steht dann Rossmöller drauf. Die war da drin. Das ist theoretisch eine 2 MB Erweiterung, die kann auch 8 MB. Aber jetzt gucke man sich die mal an. Also von hier oben sieht die ja eigentlich okay aus. Hier ist irgendwie ein Sockel drin. Und da steckt ja der 68.000 drin. Ich weiß nicht, was dieser Sockel hier soll, ehrlich gesagt. Ist mir nicht klar, warum der 68.000 nicht direkt da drin steckt. Und hier wird es noch wilder. Hier hat man Sockel, Sockel, Sockel. Dieser Sockel ist an die Erweiterung gelötet. Ich sag mal, sieht nicht super sauber aus, aber ist auch schwer zu machen an der Stelle. Also habe ich jetzt kein Problem an sich mit. Hat ja auch funktioniert. Aber ich habe diesen Turmbau zu Babel nicht verstanden, weil eigentlich ist die dafür nicht gedacht. Also die ist explizit für den Tausender gedacht und eigentlich passt die da rein, ohne dass ich diese Sockelorgel hier mache. Keine Ahnung warum. Hier sind irgendwelche Patchkabel gezogen. Und generell sieht die Platine von unten irgendwie komisch aus. Sie sieht nicht so aus, wie ich das auf Fotos von dieser Rossmüller-Karte gesehen habe. Sie sieht so aus, als hätte da jemand ganz viel dran rumgelötet. Aber dann wieder auch nicht. Also, eigentlich so richtig handgelötet sieht es dann zum Teil auch nicht aus. Ich weiß nicht. Alles komisch. Hätte mich alles nicht gestört. Es gibt zwei Dinge, die mich an diesem Ding gestört haben. Die eine ist, sie passt nicht. Also, sie kollidiert mit der Metall, mit diesem Metallkäfig quasi, in dem das Laufwerk sitzt. Und das steht sogar in der Rossmüller-Anleitung drin. Weil ich habe gedacht, das kann ja nicht richtig sein. Aber doch, das ist richtig. Da steht drin, ja, je nach Amiga-Modell, also offensichtlich gab es da auch welche mit einem anderen Käfig, muss man halt diesen Blechkäfig. Oder dieses, ja, dieses Blech, diese Blechhalterung, muss man die halt ein bisschen verbiegen. Und das war hier gemacht. Das ist jetzt an sich auch nicht schlimm, aber es hat mich irgendwie gestört. Und dadurch hielt diese Blechhalterung auch nur noch an 2 Schrauben, weil die anderen 2 Schrauben passten nicht mehr rein, weil es da eben weggebogen war. Das fand ich nicht so toll. Aber hätte ich auch noch mitgelebt. Der eigentliche Knackepunkt an dieser Karte ist, dass sie kein Autoconfig hat. Das heißt, wenn die da drin steckt und man ganz normal das Kickstart bootet, dann sieht der Amiga diese Karte nicht. Das heißt, man hat von dem Zusatzspeicher nichts. Es gibt 2 Arten, das zu ändern. Man kann, während man bootet in der Workbench, kann man so ein Zusatzprogramm starten, was dann diesen Speicher einbindet. Das ist aber nur für die Workbench praktikabel. Wenn man jetzt Spiele starten will oder so, dann taugt das nicht. Oder es gibt ein Patch-Programm für Kickstart. Das heißt, man kann seine bestehende Kickstart-Diskette patchen mit so einem Programm von Rossmöller von damals und dann funktioniert das wohl. Aber das war mir echt zu blöd. Meine Lösung war stattdessen, ich kaufe mir eine moderne Erweiterung und zwar die Gotta Go Fast Drum. Und die kann man, dieses Open Source Projekt, ich link das unten, den Link dazu, die kann man sich selber bauen oder man kann sie auch für, ich glaube, was habe ich bezahlt, 44 € oder sowas, kann man sie sich bei eBay bestellen und die ist schmal, die sitzt einfach nur unter der CPU, die bietet 8 MB, die hat Autoconfig, das heißt, ich muss nicht irgendwie irgendwelche Kickstarts patchen oder sonst irgendwas, der Speicher ist einfach da. Und die passt auch so, dass der Laufwerkskäfig oder dieses Blech halt, dass das nicht verbogen werden muss oder so. Es ist knapp, aber es passt. Ich zeige da ein Bild, wo die eingebaut ist. Man wird es fast nicht sehen, sie sitzt halt unter der CPU. Und damit hat dieser Amiga jetzt hier 8 MB Fast RAM und 512 KB Chip RAM und ist damit eigentlich ganz gut ausgestattet, würde ich sagen.
Weil mit nur 512 insgesamt ist es ein bisschen dürftig, da laufen viele Spiele nicht mit und so, die brauchen dann eben schon 1 MB. Ja, das habe ich mit dem Speicher gemacht. Die Laufwerkshalterung habe ich dann wieder zurechtgebogen, das sieht jetzt wieder einigermaßen okay aus. Ich habe Denise, Agnes und Paula, zeige ich auch mal ein Bild vom Board da oben. Die habe ich mit Kühlkörperchen versehen. Das ist ein bisschen eine Sünde, weil das halt die schönen Keramikchips sind, aber die Kühlkörperchen sind einfach nur mit so einer. Ja, mit so einem Klebeband, so einem wärmeleitenden Klebeband aufgeklebt. Das kann man einfach abziehen, wenn man will. Dann hat man wieder den Originalzustand, falls man darauf Wert legt. Ich habe das Tastaturkabel ersetzt, wie gesagt, durch ein normales Telefonhörerkabel für 3 Euro. Und ich habe diese Kickstart-Diskette ja, erstellt und dieses Label gedruckt. Das ist nicht ganz original. Normalerweise steht hier eine Versionsnummer. Da ich aber nicht ganz wusste, welche Version ich letztendlich nehme, habe ich einfach nur Kickstart drauf geschrieben. Das habe ich auf dem Original Amiga, also auf dem Amiga 500 erstellt. Da gibt es so ein White Kickstart-Programm und damit kann man das dann machen. Dann vielleicht noch kurz zu der Software hier, die war auch noch mit bei dem Ganzen dabei. Das ist hier einmal GraphicCraft und TextCraft. Das sind so die Programme, die Commodore damals mit dem Amiga ausgeliefert hat, damit irgendwie so eine ja, Grundlage da ist, mit der man arbeiten kann. Das ist halt eine Textverarbeitung. Hier ist noch alles bei. Hier sind noch irgendwelche Karten, Registrierkarten. Hier ist. Die Diskette ist nicht mehr original, die war nicht dabei, das habe ich gemacht. Das ist Textcraft mit einem selbstgebastelten Logo wieder. Dann ist hier ja, so eine Anleitung zum Abheften im Prinzip. Ja, damals gab es noch Anleitungen für die Sachen. Und hier ist so eine Erweiterung für die Anleitung. Alles in Englisch. Aber da hat man sich damals noch nicht die Mühe gemacht oder hatte nicht die Zeit, das zu übersetzen. Ach ja, genau, das kann man vielleicht auch noch sagen. Die Tastatur, wie man sieht, ist auch in Englisch. Das ist eine englische Tastatur, da sind keine Umlaute drauf. Es gab für den Amiga 1000 in Deutschland so Aufkleber, also die waren da standardmäßig teilweise drauf, dann klebten hier überall so Umlautaufkleber. Sieht ein bisschen Gülle aus und ist hier auch nicht. Ich habe das einfach dann so gemacht, dass ich die Workbench mit englischer Tastatur boote und fertig ist der Lack. Mir ist das letztendlich egal. Ich will es halt nur nicht irgendwie so haben, dass auf den Tasten was steht, was dann nicht da ist. Dann verwirrt es mich. Aber solange es passt, ist es mir egal. So, und dann haben wir hier GraphicCraft. Das ist genau das Gleiche. Zusätzlich sind hier noch so, ja, Aufkleberchen oder sowas dabei. Da kann man wahrscheinlich den Ordner beschriften, in dem man dann die Anleitung gelegt hat. Ansonsten sind hier die gleichen Garantiekarten. Diskette, gleiche Situation, war nicht dabei, habe ich mir selber erstellt und dieses Logo gebastelt. Und ansonsten hier dasselbe hole ich jetzt nicht raus, groß. Das ist hier die Anleitung für GraphicCraft und hier so eine Zusatzinformation halt, was nicht in die Anleitung gepasst hat. Genau, das ist die Software, die ist nicht berühmt. Ja, ich kann die vielleicht mal zeigen. Ich boote das Ding mal, dann gucken wir mal. Ja, dann machen wir das doch mal. Dann boote ich das Ganze mal und ja, dann sehen wir uns. Dann gleich wieder, wenn der Amiga gebootet ist, beziehungsweise beim Bootprozess. So, und ich sage ja immer, ich mache kein Capturing, dann mache ich doch eins. Diesmal mache ich wirklich keins, sondern ich zeige das direkt am Monitor. Das ist ganz praktisch, dann kann ich auch ein bisschen was einfach mit dem Finger zeigen. Ich habe den Amiga jetzt mal angemacht, jetzt dauert das ein bisschen. Dann kommt so ein Ton. Ich weiß nicht, ob man den gehört hat. Den macht der Amiga dann. So, und jetzt kommt diese Hand, aber die will nicht die Workbench haben, so wie man es kennt, sondern die will das Kickstart haben, nämlich das hier. Und das tun wir jetzt mal rein. Und dann hört man jetzt tock, 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 das Kickstart bootet und wird in dieses extra Kickstart-RAM einfach geladen. Und dann ist das fertig. Dann kann man die Kickstart-Diskette wieder rausnehmen. Und jetzt kommt die Workbench-Hand. Das war jetzt das Kickstart 1.3, deswegen verlangt er die Workbench 1.3. Wenn ich jetzt ein Reset mache, dann verlangt er wieder die Workbench, weil das Kickstart jetzt in diesem extra RAM drin ist und da auch bleibt, bis man ausschaltet. So, dann tun wir mal die Workbench rein. Das Laufwerk ist relativ laut, wie man hört. Das kommt, glaube ich, primär durch die Resonanz und nicht so durch das Laufwerk selber. Ja, das ist die Workbench bootet jetzt. Das ist in hier so, ich sag mal, so eine Art Windows 95 grün gehalten jetzt. Ich habe das eigentlich ist das Blau, aber ich habe es halt mal umgestellt. Das kommt jetzt, glaube ich, in der Videoaufnahme ein bisschen grüner raus, als es eigentlich ist. So, ich habe das Laden mal ein bisschen abgekürzt, damit man sich das nicht die ganze Zeit antun muss. Wir sehen hier, wir haben 8. Ja, also die 8 MB plus die 512 Kilobyte
speicherfrei und hier ganz normal die Workbench 1.3 ohne irgendwas Besonderes dabei. Das reimt sich sogar. Und so kann man hier ganz normal, dadurch, dass man jetzt das FastRAM drin hat, ist der Amiga auch im Ganzen ein bisschen, ja, reagiert ein bisschen flotter. Ist eigentlich eine ganz gute Sache. Dann können wir ja mal hier so eine ältere Sys-Info-Version reinpacken. Dann können wir mal gucken, was die so sagt. Die habe ich halt auf Diskette, deswegen benutze ich die. Von den Sachen, die die anzeigt, ist die im Wesentlichen das Gleiche. Für so einen alten Amiga macht es keinen Unterschied. Jetzt merkt man ein bisschen den Nachteil, wenn man so einen Amiga mit nur einem Diskettenlaufwerk hat. Jetzt will er aus irgendwelchen Gründen nochmal die Workbench haben. Also man könnte hier jetzt, ich habe Zusatzlaufwerk, ich könnte jetzt hier einfach anschließen, aber habe ich jetzt nicht gemacht, um hier die authentische Erfahrung zu haben. Jetzt fragt man sich, wo ist Sys-Info? Naja, da im Hintergrund. So, und dann haben wir hier das Chip-RAM, dann haben wir hier das Fast-RAM, das passt alles soweit. Wir haben Standard-Agnes. Der Agnes, stimmt, das habe ich vorhin gar nicht gesagt, der Agnes, so also Denise und Paula, also Denise hier, der Grafikchip quasi, und Paula, der Soundchip, der steht jetzt hier nicht, aber das sind Standardchips, die sind auch mit den anderen Amigas tauschbar, der Agnes nicht, der hat hier eine ganz andere Bauform, als er das in den anderen Amigas hat. In den anderen Amigas ist das dieser quadratische mit den vielen Pins an der Seite und hier ist das ein ganz normaler Dip-Pin, so wie Denise und Paula auch. Das ist ein bisschen ein Problem, wenn er kaputt ist, dann muss man tatsächlich explizit diesen hier nehmen. Dann machen wir mal hier einen Speedtest. So, dann haben wir hier, der ist halt nicht gepimpt, dieser Amiga. Wo ist jetzt meine Maus? Da. Der ist nicht gepimpt, das heißt, der hat Standard 68.000er mit 7, das stimmt hier nicht, 709 ist das bei PAL, aber das ist bei Sys-Info oft falsch, zumindest bei dieser Version. Und wir sehen jetzt hier, er ist 33% schneller als ein Standard A500. Das liegt einfach an dem FastRAM, weil wir haben hier den quasi A2000, hier heißt jetzt B2000, weil das die, ja, die B-Variante ist. Da gab es zwei, aber wollen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen. Und der mit extra RAM, also sprich mit extra FastRAM, liegt hier bei 1.0 und genauso schnell sind wir auch. Ansonsten sind wir hier halt nicht berauschend. Aber das ist auch okay, würde ich sagen. Das ist für dieses Gerät so völlig in Ordnung. Man muss jetzt einen Amiga 1000, finde ich, nicht irgendwie zu so einer Powermaschine umbauen. Ja, dann starten wir doch einfach mal, wo wir schon mal da sind, hier Textcraft. Und um Textcraft zu laden, müssen wir neu booten und von der Textcraft-Diskette starten, weil mit der Workbench 1.3 funktioniert das nicht. Das ist zu alt einfach. Wir haben hier eine Workbench 1.1. Daran sieht man halt, wie alt dieses Textcraft ist. Die lädt auch noch nicht so fürchterlich viel. Dadurch bootet die relativ schnell. Und dann starten wir es mal. So, und da haben wir es. Sieht auch nicht ganz richtig aus. Hier sind irgendwelche komischen Macken, aber ja, das ist jetzt kein Hardware-Defekt oder sowas. Das ist wahrscheinlich einfach dem Kickstart geschuldet. So, aber jetzt kann man hier, hallo, ich bin Textcraft. Theoretisch hätte man jetzt hier eine Maus, hat man aber nicht. Also das ist halt, das liegt tatsächlich am Alter. Das ist irgendwas nicht kompatibel, das habe ich auch gelesen, das ist bei Textcraft so. Ja, ein bisschen schade. Da, hier ist theoretisch eine Maus, irgendwo ist sie, gehen wir mal in die Ecke und ein bisschen runter, dann kann man hier, oder vielleicht ist auch einfach keine da, vielleicht ist das so. Müssen wir mal gucken, wenn wir hier runter gehen. Nee, die ist schon eigentlich da, man sieht sie nur halt nicht. Ja, ein bisschen ungünstig. Aber gut, so viel zu Textcraft. Also ist nicht benutzbar mit dem modernen Kickstart. Oder was heißt modern? Also mit dem 1.3er ist Textcraft in dieser Version nicht mehr brauchbar. Es gibt auch noch ein Textcraft Plus oder sowas. Das läuft dann wahrscheinlich, aber die hier nicht. Dann machen wir mal Graphiccraft. So, und da ist Graphiccraft. Im Gegensatz zu Textcraft haben wir hier sogar eine Maus. Da sind auch ein paar Beispielsachen bei. Achso, muss ich hier, ja, Painting will ich öffnen, genau. Das sind so die ersten Amiga-Demo-Bilder. Man hat ja immer so diesen Pharao im Kopf, aber der kommt ja von Deluxe Paint, den gab es hier nicht. Hier gab es halt sowas.
Die sind auch nicht unbekannt. Und man kann dem Ganzen beim Laden zugucken. Das ist einfach jetzt hier Color Cycling, also Palettencycling. Da tauscht sich die Palette durch, aber für damalige Verhältnisse sah das halt super faszinierend aus. Hier sieht man das auch auf der Palette, wie sich das da durchtauscht. Und man kann jetzt hier einfach, so, was haben wir hier? Brauchen wir irgendwie mal das hier und dann kann man hier. Hier diesen wunderbaren Amiga-Schriftzug machen. Genau, da haben wir noch mal eins. Nehmen wir mal das hier, Night Flight. Ist auch so ein Color Cycling-Ding, ganz witzig. Ja, man hat hier das Gefühl, es gäbe da eine Animation mit diesem Hasen und dem Vogel. Aber das ist gar nicht so. Man hat ja sogar die Spiegelung von dem Hasen, was man hier hat, sind einfach tatsächlich ein schwarzer. Oder, naja, schwarz nicht, aber so ein dunkelblauer Farbeintrag, der einfach durch die Palette cycelt. Ganz clever gemacht eigentlich. Sieht dann aus wie eine Animation, ist aber einfach nur unterschiedlicher Hase und unterschiedlicher Vogel in unterschiedlichen Positionen mit unterschiedlichem Paletteneintrag gezeichnet. Aber ganz witzig. Ja, das ist so, das sind Graphic Craft und Text Craft. Das waren die Standardsachen, die dabei waren. Wie gesagt, von Text Craft konnte man jetzt nicht allzu viel sehen, weil das nicht mehr vernünftig läuft. Aber Graphic Craft funktioniert noch. Ja, dann können wir ja mal vielleicht einfach irgendein Spiel starten, um zu zeigen, dass das auch geht. Oh, dann nehmen wir hier einfach James Pond 2. Keine Ahnung, was ich hier machen muss. Aber man sieht, ja, ganz normales Amiga-Spiel. Ah, hier kann man sich irgendwie. Okay. Das hier? Ah, ich dachte, das wäre ein Shop oder sowas. Also, okay. Ja, also man sieht, es ist ein Amiga Jump and Run und es läuft auch auf dem Tausender wunderbar. Und ich muss es mal nicht mit dem Gamepad spielen. Ist das nicht toll? Sammelt man hier eigentlich alles ein? Irgendein wirres Zeug. Pinguine, Wasserhähne. Wasserhähne sind hier ganz angesagt offensichtlich. Und Hämmer. So eine Art, wahrscheinlich Mario-Anspielung, sowas mit Klempner. Gift, ist das gut, wenn ich das einsammle? Nee, offenbar nicht. Hätte man sich irgendwie auch denken können. Aber andererseits, wenn ich hier ständig Wasserhähne und so einsammle, ja, das ist aber bestimmt gut. Kann man mit denen irgendwas machen? Kann ich da drauf hüpfen? Ja, war das jetzt gut? Hat mir das geschadet? Ich weiß es nicht. Na, komm her. Man muss aber hier auch echt genau drunter stehen. Diese Hamburger sehen eigentlich aus, als würden sie einem Leben geben, tun sie aber, glaube ich, nicht. Oh, das ist ja toll. Da kommt eine Schlange raus und man ist weg vom Fenster. Ja, okay, also, das ist ein Spiel auf dem Amiga 1000. Es läuft. Können wir ja mal nochmal eins machen hier. Super, Hang On. Ein Reset, dann sieht man auch gleich, dass hier kein Kickstart mehr erforderlich ist, sondern dass gleich halt das Spiel gebootet wird. Da ist es.
So, und dann geht's hier los. Kann sich hier schalten? Nö. Ja, man hat hier am Anfang eine Musik gewählt. Das ist natürlich ein bisschen witzlos, wenn man eine Musik wählt, aber man hört das sowieso nicht, weil nur das Motorengeräusch dröhnt. Aber na gut. Ja, okay, das soll es gewesen sein. Also nur mal das so zur Demonstration, dass der Amiga 1000 auch Spiele abspielen kann. Ja, dann schalte ich zurück auf den Amiga und dann kommen wir zum Fazit. So, und da ist er wieder. Ja, was ist zum Amiga 1000 zu sagen? Eine Sache ist mir noch eingefallen, jetzt bei den Spielen, die ich ausprobiert habe, und zwar das mit dem Sound. Man kann beim Amiga 500, also bei allem, was nach dem 1000er kam, kann man diesen Tiefpassfilter abschalten. Dann verändert das die Charakteristik des Sounds, der ausgegeben wird. Das sieht man daran, dass hier die Powerleuchte an- und ausgeht bei den neueren Amigas. So als wenn der jetzt abstürzen würde, dann blinkt die ja auch. Und das ist gleichzeitig der Indikator dafür, dass der Filter an- und aus ist, beziehungsweise es ist damit gekoppelt. Das kann der Tausender nicht. Beim Tausender ist dieser Filter immer an. Wenn man das anders haben will, muss man auf dem Board eine Modifikation machen. Das habe ich nicht gemacht. Bei mir ist der Filter immer an und so bleibt es auch. Ansonsten, was ist zum Tausender zu sagen? Ja, es ist ein cooles Gerät, finde ich. Eben einfach auch, weil es der erste Amiga war und weil er ganz schick ist und weil man das hier so hintun kann und dann hat man hier Platz. Als Retro-Gerät würde ich sagen, ist er jetzt so eine Sache, weil er halt sehr teuer ist. Er ist signifikant teurer in der Anschaffung als jetzt zumindest ein Amiga 500. Beim 2000er sieht es dann vielleicht schon wieder anders aus, aber ich würde sagen, selbst den kriegt man günstiger als den 1000er. Er ist ein bisschen anspruchsvoller, was die Chips angeht, weil die halt nicht alle so tauschbar sind wie bei späteren Amigas, gerade was den Agnes angeht und solche Geschichten. Also dafür ist er nicht so ganz ideal. Aber wenn man ihn, ich sag mal, günstig oder wie hier für umsonst kriegt, dann ist es natürlich eine coole Sache. Also freue mich, den zu haben. Sieht nett aus, muss nur mal gucken, wo ich den hin tue. Im Moment habe ich keinen Platz so richtig dafür, aber es wird sich schon finden. Ja, okay, dann das ist der Amiga 1000. Sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.